Hallo Leute, da bin ich wieder mit Pokémon Platin. Bevor wir jetzt noch weiter die Route da Richtung Herzhofen lang gehen, würde ich doch jetzt gerne mal untersuchen, was hier oben ist. Hier brauchen wir das Fahrrad. Und hier oben ist erstmal ein Trainer. Ein Item. Bist du ein Trainer? Das ist die Frage. Ist das ein Trainer oder ist das keiner? Hey, kämpfst du? Ja, du kämpfst. Okay, mal schauen, was der... Das sieht man am Vorschau. Das heißt, er könnte entweder Psycho- oder Elektro-Pokémon haben. Ja, das ist vermutet, aber er hat ein Magnetilo. Aber ich bleib mal bei Anton. Ich gehe mal auf Risiko. No risk, no fun, ne? Weil ich immer mehr Risk als Fun habe. Okay, jetzt ein Angriff. Der Zeit kann ich mit Aquabelle angreifen. Vielleicht bringe ich jetzt ein Magnetilo sogar down. Mit einem Hieb. Das ist gut. Mit einer Attacke down. One-Hits sind immer gern gesehen. Als nächstes kommt ein Kadabra, da bleibe ich bei Anton und mache Dunkelklaue. Dunkelklaue? Aussetzer bringt nichts, hätte auch sowieso nichts gebracht, so. Und tschüss. Sogar ein Volltreffer, ich weiß gar nicht, ob ich den gebraucht hätte. War sowieso sehr effektiv und Anton erreicht noch nicht sein Level. Natürlich nicht. Warum auch? Das Item habe ich schon, genau. Aber ich glaube, hier ist sogar ein Alternativweg, oder? Weil entweder das war ein Alternativweg oder... Ja, hier ist eine kleine Abkürzung, aber ich werde sowieso beide Wege gehen. Ich werde da nochmal zurückgehen. Und genau, die Trainer unten rum machen. Will er möglichst viel Training mitnehmen. Ein Felino, ein, ich glaube, Wasserboden-Pokémon. Wenn nicht Boden-Pokémon, dann später Boden-Pokémon. Lässt sich gleich testen mit Aquabelle. Wenn es nicht sehr effektiv ist, dann ist es kein Boden-Pokémon. Wenn normal effektiv wie ja, wie jetzt, dann Wasser-Boden-Pokémon, dann lag ich richtig, dann schön und dann gut und dann Anton Level 33 und warum 0 auf Verteidigung, das finde ich scheiße. Auch egal sein, denn Anton gleich Entwicklung haben und toll und schön und ich nicht mehr Deutsch sprechen, aber egal. Jetzt Morlord bringen, Morlord Wasser-Boden-Pokémon, ich einsetze Volipurba. So, jetzt rede ich wieder normal Deutsch. Pflanzenattacken sind hier vierfach effektiv, das heißt mein Rasierblatt mit Schwäche mit Stärke 55 plus Step sind dann 77,75 mal 4 macht eine Stärke von 104, warte mal, 100, müsste 159, also 318 sein. Egal, Morlord ist tot. Und Volipurba hat eigentlich recht gute Werte. Recht ausgeglichen mit guten auf normalster physischen Verteidigung. Was sich gegen Feuer-Pokémon ist, gegen Flug-Pokémon. Anton entwickelt sich. Donald entwickelt sich zu. Dagobert, nein, Enteron. Enteron. Enteron ist ein Wasser und ich glaube auch Psycho-Pokémon lernt irgendwas. Nein, es lernt nichts, aber endlich, so, endlich entwickelt. Es ist ein Wasser und ich glaube nämlich nicht Psycho-Pokémon. Nein, nicht Psycho-Pokémon, ein normales Wasser-Pokémon. Aber ich lasse ihn im Schrägrauch, der erhöht dann die Attacke der Psycho-Attacken von Enteron, weil es lernt vor allem auch Psycho-Attacken. Ein Zink, damit kann man die Spezialverteidigung erhöhen, ist sowas wie Calcium, Protein und wie es alles heißt. Jetzt kann Enteron Pause machen. Ach man. Irgendwie spinnt mein Gamepad so blöd. Brutal. Okay, wieder ein Trainer jetzt durch Staravia vor. Den Weg darunter gehe ich dann gleich ab. Obwohl, ich könnte ja mal gucken, ob ich jetzt vielleicht von Herzhofen nach unten kann. Wenn nein, dann weil jetzt kann ich ja fliegen. Jetzt habe ich ja kein Problem.
sollte das nicht gehen. Was ich leider vermute. Lassen wir uns anders einfach, da geht's erstmal fliegen. Hornattack, ich dachte wieder Hornbohrer. Dann werde ich jetzt den Weg von Weideburg nach Herzhofen hochgehen. Jetzt wird es wieder etwas langweiliger, das kann gut sein, aber mein Gott, ich will natürlich viel zeigen und außerdem ist es viel Training und das Training brauche ich. Ich bin ja schließlich noch unterlevelt, obwohl ich glaube, das wird es zerlegen. Und Goldini überlebt das Ganze ganz knapp, das ist natürlich ätzend, das mag ich nicht, aber mein Gott, ich kann es nicht ändern. Aeroast, dann ist das nicht tot. Warum ist das nicht schneller wie ich? Dreschflegel würde es wieder viel Schaden, er macht nicht viel Schaden, das ist gut. Goldini, ja, das Opfer der Super Smash Bros. Serie. Es gibt ja diese Pokebälle, mit der man Pokémon rufen kann im Kampf. Und naja, Goldini taucht auf, platzt blöd rum. Erinnert ein bisschen an Carpador. Mich wundert auch, was sie nicht Carpador genommen haben. Auf jeden Fall Goldini platzt blöd rum und verschwindet wieder. So, jetzt kommt Bidifas, jetzt nehme ich Pampyro. Weil Bidifas ein Wasser-Normal-Pokémon ist und normal Speicher Kampf hat und damit Pampyro mit Tempo-Hieb sehr effektiv ist und toll. Ja, genau, Tempo-Hieb. Ich hoffe ein One-Hit, ich glaube es nicht. Da glaubte ich richtig, Kopfnuss nur, zum Glück keine Aquaknarre. Ich glaube, es ist ja auch Wasser-Pokémon, deshalb spiele ich da ein bisschen mit dem Feuer, beziehungsweise mit dem Wasser, hahaha. Nein. Genau, jetzt mal wieder ernsthaft. Genau, Bidifas ist down, Papyr reicht damit 32, das ist gut. Noch viele Wissens zu entwickeln brauchen, vielleicht brauche ich wieder kein Offscreen-Training. Wie ich jedes Mal ankündige, dann doch nicht tue. Wobei ich glaube, dass es echt mal nötig sein wird. Jetzt fliegen, und zwar fliege ich mal nach Herzhofen. Man hat ja schon gesehen, da geht eine riesen Route nach Weideburg. Und die, normal gehe ich immer zuerst diese Route, gehe dann nach Schleierde und dann nach Trost. Oder gehe dann, ohne die Arena zu machen, dann nach Schleierde, genau. Und gehe dann nach Trostu, weil dann habe ich möglichst viel. Also mach Schleide, mache ich erstmal die Arena, geht dann nach Trost weiter, dann habe ich das maximal an Training rausgeholt, was geht. Und normal ist es, würde ich so empfehlen, den Weg. In Diamant und Perl bin ich immer gegangen und jetzt endlich kann ich hier durch. Ah, und hier ist nämlich kein Regen und das nutze ich gleich mal aus, um hier Pampyro zu trainieren. Okay, ich hätte jetzt heilen sollen, aber keine Lust. Wenn ich dabei drauf gehe, mein Gott, so, du kennst dich, oder? Es gibt gute Bäume, die du mit Honig besmieren kannst. Und es gibt welche, bei denen das nicht geht. Nö, wenn du seltene Pokémon anlocken möchtest, musst du den richtigen Baum finden. Das ist schön, ich glaube, der kämpft eh dabei nachts. Nicht wahr, Kumpel? Oh, hallo, es ist immer schön, wenn ein Bürger uns Polizist nett begrüßt. Ja. Reife gehen Tag und Nacht, ich bin so müde. Haha. Tja, blöd gelaufen, warum rennst du auch hier blöd rum? Und warum sehen denn nur noch diese Typen? Ah, da. Jo, arbeitest du hart an dir, Trainer? Nein. Ich hab grad so einen Hänger. Ich hab grad so ein Hängerchen. Wie lösen wir das Problemchen? Vielleicht mit einem Kämpfchen? Ja, ich hab grad diese Werbung imitiert. Bei dem Doppelkampf nehme ich mal Luxtra und Ding und ja, ich hab beide. Luxtra und Pampyro. Da oben braucht man einen Surfer, den habe ich noch nicht, den ich merke mir das Ganze vor. Weil ich glaube, hier gibt es eine gute TM, die ich vielleicht noch gebrauchen kann. Obwohl, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Das müsste der Gift-Typ sein, okay, ein Roselia und ein Blaudagei, da habe ich genau die beiden richtigen rausgesucht dafür. Nämlich mal ein Elektro-Pokémon gegen Blaudagei, das ist ein Flug-Pokémon und ein Feuer-Pokémon gegen Roselia, was einfach Pflanzen-Pokémon darstellt. Also Funkensprung auf Blaudagei und Flammenrad auf Roselia. Ah, da gibt's doch glaube ich auch noch diesen Zofenkampf da oben in der Villa und was? Ach, Geschwätz ist eine Flugattacke. Das ist sehr effektiv. Da bin ich ja mal froh, dass ich das so gut überstanden habe. Stimmt, diese Zofenkämpfe werde ich vielleicht auch noch machen. Aber ich glaube, obwohl nee, ich glaube, die mache ich jetzt mal nicht offscreen.
Einfach weil ich jetzt keinen Bock habe, sie offscreen zu machen. Da ist wieder ein Trainer. Obwohl, zumindest glaube ich, das ist ein Trainer. Jetzt halte ich erstmal meine Pokémon auf. Die haben mir wieder ein bisschen was mitmachen müssen. Ja, ich habe auch Tränke und Beleber gekauft, wie ich Schutz gekauft habe in Weidebüsch. Den Schutz, den ich jetzt noch nicht gebraucht habe. Blöderweise. Aber mein Gott, kann man immer brauchen. Du kämpfst also nichts. Ist das ein Honk? Ich mag dich deshalb nicht. Hier sind wieder so Wachleute, die nur nachts kämpfen. Genau, die zwei kämpfen. Oh, ein Blitzrin und ein Kikugi. Okay, da sind wieder die beiden ganz gut. Dann Flammrad auf Kikugi und Funkensprung auf Blitzrin. Okay, rechte Hand, aber will er unterstützt das Blitzrin. Ich hoffe mal, dass es jetzt mal nicht beim Vampiro angreifen kann, bevor Luxor angreift, obwohl Luxor nicht gerade das schnellste Pokémon ist. Was mich eigentlich wundert, weil normal ist ein Lux, wenn man mal schaut, nicht gerade langsam, aber es ist schneller als ein Pinguin. Ist auch logisch, wenn man es mal so schaut. Also Affe und Lux gegen Pinguin. Um mal in der Tierwelt zu bleiben, okay. Und jetzt müsste dann da oben der Zofenkampf kommen. Ja, die nächsten Part werden jetzt über diese Routen gehen. Wird langweilig, mein Gott, aber danach kommt da dann wirklich viel Action. Ah, und da habe ich jetzt gleich beinahe ein Item vergessen neben dem Haus. Das sieht man aber auch schlecht. Aber das nehme ich natürlich mit, denn das ist ein Grünstück. So, und ich glaube, da kommt jetzt dann gleich der Garten, den die eine, die Lucia gemeint hat. Und der ist nämlich hier hinten und das ist der Trophäengarten. Worauf der Olle aus dem Haus ganz stolz ist. Wie man gleich sehen wird. Nämlich, ist es er? Ja. Hallo, hallo. Willkommen auf meinem prächtigen Landgut. Hier gibt es viel drinnen und draußen, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz aber ist der Trophäengarten. Warum weite Reisen auf sich nehmen, wenn Pokémon sich von ihm angezogen fühlen? Ach, bin ich reich und du nicht? Sie kommen in meinen Garten zu sehen. Und du bist herzlich eingeladen, ihnen dabei Gesellschaft zu leisten. Bastard. Hier ist... Das passt jetzt. Hier haben 87 Angeber rein. Das passt, das hier ist. Ich dachte, hier kommt jetzt immer so ein kleines Event. Hallo, hallo, willkommen auf meinem prächtigen Land. Blablabla, okay. Was sagt er? Master ist wirklich eine wunderbare und großzügige Person. Auf seinem Anwesen hin steht der Garten allein offen, auch Trainern. Achso, allen offen, wundert. Sagt er jetzt was anderes? Okay, normal ist dann immer sowas wie, keine Ahnung, ich hatte gesehen, wie ein Togepi zu mir angelaufen kam, dann sagt der Butler, tut mir leid, aber das sind keine Togepis. Also was wiegen, aber ich bin mir sicher, komm, hol ein paar, dann geht der Butler los, holt ein paar Togepis in den Raum, in den Garten, dann kann man da Togepis fangen, kennst du? Ah, hier kriegt man die Sanftglocke, dann wird dein Pokémon besser freundlich. Gibt ja manche Pokémon, die entwickeln sich nur auf diese Art. Und jetzt mache ich hier im nächsten Part weiter. Also bis zum nächsten Mal.